Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin. Ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens und ich bin auch Medium. Ich biete Beratungen an und diese Aufnahme ist auch ein Beratungsvideo, ein Horoskopanalyse, selbstverständlich anonym. Adelina ist die mediale Name. Liebe Adelina, ich grüße dich. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen. Ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag und auch für deine Treue. Und ich beginne. Aber bevor ich erkläre dein Geburtshoroskop und kommt diese Deutung, möchte ich erwähnen, dass die indischen Astrologen die Horoskopen anders berechnen. Diese Berechnung ist präzis, übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch berechnen. In diesem Moment, in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, dein erster Atemzug, wie dein Leben begonnen hat, das war die Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Tierkreiszeichen Zwillinge sind in Osthorizont aufgestiegen in diesem Moment, wie ein Sonnenaufgang. Das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat in diesem Erdenleben. Und diese Energie, die Tierkreiszeichen Zwillinge, begleitet dich von Geburt bis zu dein Lebensende. Das beeinflusst dein Aussehen, beeinflusst dein Auftreten und gehört zu deiner Persönlichkeit und so bist du auch wahrgenommen. Das verleiht dir Leichtigkeit, eine gewisse spielerische Art und auch ein jugendliches Aussehen und auch, dass du umgänglich bist und leicht Kontakte pflegst mit anderen Menschen. Das Leben bleibt aber hier nicht stehen, sondern das Leben bewegt sich, eine ständige Bewegung. Und in unserem Leben erleben wir das auch und wir haben bestimmte Lebensphasen, Lebensabschnitte. Und das sind die 7-Jahren-Periode. Alle 7 Jahre bewegen wir uns in einen anderen Boden. Das heißt, kommen andere Einflüsse, andere Begegnungen, andere Lernaufgaben. Und in diesen 7 Jahren passieren andere Dinge wie 7 Jahre vorher oder was später auch kommt. In welchem Periode bist du gerade? In welchem Boden bewegst du dich im Augenblick? Das ist die Tierkreiszeichen Fische. Das hat schon begonnen und wird noch etwa 5 Jahre dauern, dieser Einfluss von Tierkreiszeichen Fischen. Und das ist für dich erstmal eine Art Lernaufgabe, etwas lernen, aneignen von den Tierkreiszeichen Fischen und natürlich beeinflusst deinen Lebensumständen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehören zum Wasserelement und Wasserelement hat einen Einfluss auf unsere Gefühlen. Und das, was für dich zurzeit sehr wichtig, dein Gefühlen in Ordnung bringen, dein Gefühlszustand oder kommen Ereignisse, was deinen Gefühlen beeinflusst. Die Tierkreiszeichen Fischen haben auch einen Bezug zu Träumen, zu Visionen, weil Neptun herrscht über die Tierkreiszeichen Fischen und Neptun ist, hat einen Einfluss auf diese Träume, die Traumbilder.
Also das heißt, dass in nächster Zeit hast du vielleicht intensivere Träume. Und das ist auch wichtig, unsere Träume wahrzunehmen, weil das ist nichts anderes als die Sprache, die Seele. Aber da müssen wir auch unterscheiden, welcher Traum handelt sich. Weil im Schlaf verarbeitet unserem Gehirn die täglichen Einflüsse. Und diese Träume vergessen wir auch. Diese Träume haben keine Bedeutung. Aber wenn wir eine ganze Geschichte träumen und wir erinnern auch daran, dann könnt ihr sicher sein, du auch, das ist nichts anderes als die Sprache, die Seele. Natürlich ist es eine Blumensprache, aber die Traumdeutung entschlüsselt das alles. Diesbezüglich kann ich dir und auch euch weiterhelfen, weil ich deute Träume und ich deute sehr gut die Träume. Also das kann auch passieren in diesem Zeitqualität, wo du dich gerade befindest, Tierkreis, Zeichen, Fischen, dass du diese Traumbilder hast. Aber das kann auch Tagesträume bedeuten, dass du eine bestimmte Vision hast oder Wünsche, Sehnsüchte. Das sind viel, viel intensiver als früher oder was später dann auch kommt, weil das ist die Thema momentan, was dich im Augenblick trifft. Wichtig ist auch bei diesen Träumen, wenn es um Tagesträume geht oder um deine Vision geht, dass du davon überzeugt bist, dass ein Traum wahr werden kann. Natürlich muss das realistisch sein, dieser Traum. Und wenn du das auch vertraust und daran glaubst, dann passiert auch Wunder, weil genau so kommt es auch. Und wichtig ist auch, da nicht festhalten, sondern loslassen, einfach geschehen lassen. Dann kommt es im Fluss. In diesem Bereich, wo die Tierkreiszeichen Fischen befindet, ist auch die Fluss Eridanus, genau das symbolisiert es auch. Einfach fließen lassen. Und bei diesem Fluss Eridanus, wo hier in diesem Bereich auch wirkt, diesem Sternbild, hat auch eine Quelle. Und das ist nichts anderes als unsere Intuition. Also zurzeit ist für dich auch sehr wichtig, intuitiv handeln, auf deine Träume vertrauen, dann daran glauben und geschehen lassen. Vertrauen, das Fluss des Lebens. Weil in die kommenden 5 Jahre das, was du lernst. Aber auch beachten, dass die Tierkreiszeichen Fischen aus 2 Fischen besteht. Und das ist andere Richtung. Also das wäre die eine Richtung, was ich dir jetzt erklärt habe. Die andere Richtung ist die Angst und Zweifel. Und es zieht alles nach unten. Und dann kommen Depressionen oder Traurigkeit. Also du selbst bestimmst du die Richtung. Dann lieber glaub an deinen Traum. Vertraue das auch. Vertraue dir selbst. Vertraue die Liebe. Vertraue dein Können, deine Vision. Und vertraue Gott. Diese Tierkreiszeichen Fische befindet sich in dein Horoskop im höchsten Punkt. Und gegenüber liegt das tiefste Punkt des Horoskopes. Natürlich spiegelt dir das auch etwas. Ich vergleiche die Horoskopen oft mit einem Baum. Ein Baum hat eine Wurzel, das gibt Halt, Stabilität. Und dann kann dieser Baum wachsen, ausdehnen. Und die Krone des Baumes, das ist das Höchste, was man erreichen kann. Und die Tierkreiszeichen Fischen, wo du gerade in dieser Phase, in dieser Lebensphase bist, das ist der höchste Punkt, das ist die Krone des Baumes. Jetzt kannst deine Ziele erreichen. Wichtig ist, dass du Ziele hast. Wichtig ist, dass du daran glaubst und das auch vertraust. Und gegenüber ist die Wurzel des Baumes, das ist das Fundament, das ist die Basis. Und du brauchst dieses Fundament, du brauchst diese Basis. Das ist auch die Herkunft, die Traditionen oder dein eigenes Zuhause. Da findest du die Ruhe. Und das ist auch sehr wichtig, weil da ist auch die Kraft. In Ruhe liegt die Kraft. Also versuche, diesen Spiegel zurzeit auch betrachten.
in diese 5 Jahre, wo du in diesem Bereich dich zu bewegst, dass du dieses Fundament hast, diese Basis. Das ist deine Kraft. Das ist dein Zuhause. Aber nicht nur dein Zuhause, wo du zurückziehen kannst und findest die innere Ruhe, sondern das ist auch das innere Tempel. Und das erreichen wir durch Meditation. Wenn du zurückziehst, nach innen schaust und dann kommst mehr in Bezug zu deinem Inneren, auch zu deiner Seele. Und das soll auch schön sein, wie ein Tempel, nach deiner Fantasie, wie du das vorstellen kannst. Und bei diesem Rückzug, bei diesem inneren Tempel, das ist auch unser Zuhause, da wohnt unsere Seele, findest dein Selbst, deine Intuition und deine Ruhe und deine Kraft. Und es wird dir auch gespiegelt. Und dieser Spiegel, wo du auch diese Basis findest und deine Ruhe und Kraft, befindet sich in der Tierkreiszeichen Jungfrau. Und Jungfrau bedeutet Ordnung. Du brauchst Ordnung zurzeit. Jungfrau bedeutet auch Reinheit, Bereinigung, aber auch das Gleichgewicht. Und hier ist auch die weibliche Kraft bei Venus, die Liebesplanet Venus und auch die weibliche Energie befindet hier im tiefsten Punkt des Horoskopes, in diesem Basis, in diesem Fundament. Und das gibt dir die Stabilität. Aber das ist nicht nur die Partnerschaft, diese Liebe, sondern es ist auch die Selbstliebe. Und damit beginnen wir erstmal. Und das ist der erste Schritt, was du tun kannst. Die Selbstliebe und dann einfach geschehen lassen. Und dein Partner kommt zu dir. Bleib in diesem Vertrauen. Und das ist eine Wandel, das ist diese Reinigung. Und so kommt die Jungfrau-Eigenschaften in Vorschein. Das kommt auch in Ordnung. Zurück zu deinem Aszendent. Aszendent ist die Tierkreiszeichen Zwillinge. Wie ich schon sagte, das war die erste kosmische Energie, die dich begrüßt hat, die Tierkreiszeichen Zwillinge. Die Tierkreiszeichen Zwillinge gehören zum Luftelement und das brauchst du. Luft zum Atmen, alles, was das raubt, dich bedrückt und hast du das Gefühl, kannst nicht mehr atmen, weil dich das in die Enge hält, lass es los, trenne davon, verabschiede davon, bleib im Luft, bleib in deinen Atem. Und dann hast du auch die Leichtigkeit, dieses Spielerische, was die Zwillinge auch vermitteln. Und die Tierkreiszeichen Zwillinge befindet sich zwei wichtigen Sternen, Castor und Pollux. Und ich erzähle die Geschichte dazu. So kann ich das besser erklären. Castor und Pollux sind die Zwillinge. Und die klassische griechische Mythologie erzählt eine wunderbare Geschichte. Leda war eine wunderschöne Frau, die Ehefrau von König, König von Sparta. Zeus war der Himmelsgott. Und Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Und Leda wurde schwanger. In der gleichen Zeit wurde aber von ihrem Ehemann, von dem König von Sparta, auch schwanger. Und Leda gebar die Zwillinge, Castor und Pollux. Castor war der Sohn von König, menschlich, auch sterblich. Und Pollux war der Sohn von dem Himmelsgott Zeus, also unsterblich, hatte göttliche Abstammung. Und diese Göttlichkeit gibt die Unsterblichkeit. Und die beiden Zwillinge waren unzertrennlich. Und wo dann so weit war, dass Castor
musste sterben, Pollux wollte seinen Zwillingsbruder nicht alleine lassen. Und Pollux ging zu seinem Vater, zum Zeus, und sagte, ich möchte auch sterben. Ich möchte meinen Zwillingsbruder nicht alleine lassen. Bitte nimm meine Unsterblichkeit zurück. Ich möchte auch sterben. Und das hat Zeus berührt. Und Zeus hat gesagt, ich mache euch beide unsterblich. Und die beiden Zwillingen, Castor und Pollux, wurden im Himmel gesetzt. Castor wurde auch unsterblich und sichtbar im Himmel. Und die beiden sind miteinander verbunden. Und diese Geschichte belehrt uns. Die Zwillinge zeigen den Weg zu unserer Herkunft, weil wir sind ein Teil von der göttlichen Schöpfung. Und wenn wir damit bewusst sind, haben wir ein höheres Bewusstsein. Und das, was du vermittelst, ein Wegweiser zu sein, dass es außer das Leben hier auf der Erde auch was anderes gibt, den göttlichen Weg. Aber das ist nicht nur die Bewunderung und die Glaube an Gott, sondern Glauben an uns selbst. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser. Und das ist nichts anderes als die Tagesbewegung des Mondes. Die Einflüsse kommen natürlich von den Sternen. Da gibt es auch eine Geschichte. Das kommt von indischen Mythologie. Der Mond ist ein Mann und verliebte sich an Rohini. Rohini war ein wunderschönes Mädchen, ein unschuldiges, junges Mädchen. Und der Mond wollte sie heiraten und macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, nun gut, du darfst meine Tochter heiraten, ich habe nichts dagegen. Aber du musst ihre Schwester auch heiraten. Alle ihre Schwestern musst du heiraten. Und dem Mond blieb nichts anderes übrig. Er heiratete alle 27 Geschwister. Und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau verkörpert anderen Eigenschaften. Und so ist die Horoskop auch unterteilt. Und es ist nicht nur die Tagesereignisse, was die Mondbewegung bei uns auslöst, sondern auch im Geburtshoroskop haben auch diese Einfluss. Und diese Eigenschaften, die kommen von Sternen. Und dein Aszendent, und das ist dein Geburtsmoment, in diesem Tierkreiszeichen Zwillinge, wird nicht nur von Castor und Pollux bestrahlt, sondern auch von Sirius. Sirius ist ein Stern im Sternbild großen Hund. Und dieser Hund gehört zum Orion. Orion ist ein riesengroßes Sternbild, das ist der himmlische Jäger. Und dieser Hund, dieser große Hund, wo Sirius befindet, zeigt etwas, zeigt eine Richtung und das ist die Nordpol. Und das dient zum Orientierung. Das heißt, du brauchst Orientierung im Leben. Sirius ist auch ein ganz hell leuchtender Stern im Himmel. Also bring dich im Glanz. Du darfst leuchten. Dieser Sirius bestrahlt dich auch. Bei Ägypter war diesem Stern verehrt. Weil wenn Sirius sichtbar war im Himmel, dann wussten die Ägypter, dann kommt die Nilüberflutung. Und für die war das die Fruchtbarkeit, einen fruchtbaren Boden. Und du hast diese Fruchtbarkeit mit deinem Auftreten, mit deiner Ausstrahlung. Aber nicht wie eine graue Maus, sondern mit diesem Glanz, dieser Helligkeit, was Sirius dich bestrahlt. Dieser Mondhaus heißt Punarvashu und das ist diese hell leuchtende Energie und auch die Überzeugungskraft, dass du von dir selbst überzeugt bist und die Spiel, die Gedanken,
Lass dein Fantasie einfach fließen. Du darfst es. Das ist unbegrenzt. Da hast du unbegrenzte Möglichkeiten. Alle mögliche ausdenken. Und das sind deine Ideen, dein Fantasie. Leb dein Fantasie, leb deinen Ideen. Und mach das spielerisch. Du bist sehr hilfsbereit, aber lass dich nicht ausnützen. Wo das angebracht ist, sollst du helfen. Das ist eine sehr schöne Eigenschaft. Aber das darf niemals einseitig sein. Du bist sehr zufrieden in dein Leben. Hast auch keine hohen Ansprüche. Was wichtig ist, mit deinen Werten bewusst zu sein. Einem höheren Bewusstsein. In dein Lebensweg werden oft Veränderungen geben. Was dir hilft, die Luftelement, diese Freiheit, die Freiheit in deinen Gedanken, in deiner Fantasie. Es gibt Elemente. Und diese Elemente sind lebensnotwendig. Es sind vier Grundelemente. Feuer, Luft, Erde und Wasser. Was ich bewundere, dass die Pflanzen leben von diesen vier Elementen. Die Erde, wo sie verwurzelt sind, die Luft, wo sie sich atmen, die Wärme, die Sonnenstrahl und das Regen, das Wasser. Das reicht schon. Die Pflanzen im Leben halten. Und wenn wir nachdenken, wir brauchen alle vier Elemente. Weil das ist lebensnotwendig. Und in ein Horoskop ist eine mal mehr betont, andere weniger. Und dann brauchen wir die Ausgleich. In dein Horoskop sind sehr viel Luftelement und sehr viel Erdeelement. Die Luftelement gibt dir die Leichtigkeit. Die Luftelement hilft dir von etwas befreien. Die Luftelement ist auch wichtig für die Kommunikation, weil die Worte werden auch durch die Luft vermitteln. Dann hast du sehr viel Erdeelement in dein Horoskop. Das ist deine Bodenständigkeit, die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität, eine feste Boden unter deinen Füßen. Es fehlt aber etwas. Es fehlt die Wasserelement. In dein Horoskop fehlt komplett die Wasserelement. Und das heißt nicht, dass du keine Gefühle hast. Im Gegenteil, du hast sehr viel Gefühl. Wir haben einige Male auch telefoniert miteinander. Das spüre ich auch. Du hast sehr viel Gefühl. Aber wer gibt dir dieses Gefühl? Da hast du einen Mangel. Von anderen dieses Gefühl, diese Liebe zu bekommen. Das bekommst dann, wenn du das vertraust. Und in dieser Lebensphase befindest du dich gerade. Das ist die Tierkreiszeichen Fischen, was ich Anfang erzählt habe. Da machst du gerade deine Schritte und lernst etwas von den Tierkreiszeichen Fischen. Also vertraue das. Vertraue auf diese Entgegenkommen. Du bekommst die Gefühle auch von anderen. Was noch wichtig ist, das Ausgleichen. Also einmal die Tierkreiszeichen Fischen, was ich erklärt habe. Dann ist wichtig die Tierkreiszeichen Krebs. Und daran liegen deine Werte, dein Selbstwertgefühl, aber auch die Finanzen. Und das hängt auch energetisch zusammen. Das Selbstwertgefühl hängt zusammen auch mit Finanzen. Wenn jemand sagt, oh, ich bin das gar nicht wert, bekommt es auch nicht. Dann sag lieber, ich bin es wert. Das gehört zu mir. Ob das dir Geld ist oder deine Liebe, egal um was handelt, du hast es verdient. Wenn jemand sagt, ich habe das nicht verdient, dann bekommt auch nicht. Und hier, die Tierkreiszeichen Krebs, das ist wie eine Neugeburt. Das zeigt auch diesen Geburtsmoment.
auch dieses Gefühl zu haben, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln, dann soll das der richtige Zeitpunkt sein. Beginnen damit. Du bist es wert. Also nimm das in Besitz, weil du hast das verdient. Und verbessert dadurch deine Finanzen, aber auch die Liebe, weil das gehört auch zu dir. Nimm das in Besitz. Dann fehlt die Feuerelement. Die Feuerelement sind die Tierkreiszeichen Widder, die Tierkreiszeichen Löwe und die Tierkreiszeichen Schütze. Feuerelement ist die Begeisterung, aber auch die Mut, mutig zu sein, etwas Neues starten. All das, was dich begeistert. Und genau hier ist dein karmischen Weg. Was bedeutet diese Karma? Was bedeutet diesem karmischen Weg? Wir haben eine Seele, du auch. Und deine Seele ist unsterblich. So wie Castor und Pollux diese Geschichte von Zwillingen auch erzählt. Die Seele ist ein Teil von der Schöpfung, von Gott. Also die Seele kehrt auch zum Gott zurück. Es geht nicht verloren. Die Seele geht nicht verloren. Aber was machen wir von unserem Leben? Da haben wir den Freiraum. Gott zwingt uns zu nichts. Es gibt zwar einen göttlichen Plan und unsere Seele kennt diesen Plan. Und die innere Stimme, die Intuition sagt auch, welchen Weg sollen wir gehen. Aber wann hören wir auf unsere Intuition? Selten. Und die Seele kehrt wieder zurück zum Gott. Nach dem Sterben verlässt die Seele unseren Körper, verlässt die Erde, kehrt zurück zum Gott. Und dann lässt sich Revue passieren. Schaut es nochmal an, all das, was passierte hier auf die Erde. Und wenn die Seele noch Aufgaben hat, dann kehrt zurück nochmal zu dieser Erde. Und das ist wie eine Neugeburt. Und das all das, was wir früher erlebt haben, in früheren Leben, vielleicht sogar mehreren Leben, das ist die alte Karma. Dein alter Karma ist im Tierkreiszeichen Wassermann. Auch die Luftelement, auch diese Leichtigkeit, aber auch die Bedürfnis nach Freiheit. Aber auch das Gefühl, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein. Da kennst du dich aus. Und deine Lernaufgabe ist, einen neuen Weg zu gehen. Und der neue Weg ist die Löwe und die Feuerelement fehlt in dein Horoskop. Dann ergänze das, dann geh in diesem Weg ganz mutig. Und die Löwe, das ist dein Weg, das ist dein Schicksalsweg, das, was dich befreit. Du denkst, die Luft befreit dich, da bist du vertraut. Natürlich befreit das auch. Sollst du auch bewahren. Aber dir wird etwas gezeigt. Es gibt auch anderen Wegen, der dich befreien kann. Der dich befreit. Und das zeigt dir die Tierkreiszeichen Löwe. Die Tierkreiszeichen Löwe ist Feuerelement. Die Begeisterung, die Mut und Kraft. Und über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne und das ist die Zentrum unserem Sonnensystem. Und astromedizinisch ist die Zentrum unserem Körper. Und was denkst du? Welches Organ ist es, die Zentrum unserem Körper? Das ist unserem Herz. Also fang an, dein Herz zum Leben. Steh zu dir, zu dein Selbst. Und davon sollst du begeistert sein. Sei mutig, mach das,
strahlt es auch wie ein Sonnenstrahl. Das ist die Glanz. Auch. Aber wie ich schon sagte, auch Sirius unterstützt dich auch dabei, gibt dir auch diese Glanz. Aber du entdeckst an dir selbst etwas Neues. Und das ist dein Herz. Die Herz, so beschreibe ich das immer wieder, ist ein Schatztruhe. Die Herz ist ein Schatztruhe. Und wir öffnen diese Schatztruhe. Also öffne dein Herz. Und da ist alles drin, was du liebst. Alles. Ob das deine Berufung ist, oder dein Hobby, oder dein Herzensmann, oder die Kinder, oder deine Eltern, oder Familie, oder dein Land, deine Sprache, oder die Reisen, oder Freundschaften, deine Berufung, Sport, Musik, Kreativität. All das, was du liebst, ist in dein Herzen geschrieben. Und wenn dein Herz folgst, dann fühlst du dich auch frei. Und die Tierkreiszeichen Löwe vermittelt noch etwas. Und das ist das Selbstbewusstsein. Also stell dich nicht in die Schattenseite, sondern stell dich in die Mitte. Sei selbstbewusst. Sei mutig. Dann machst du diesen Weg. Die Richtung ist noch. Auch die Tierkreiszeichen Widder zeigt auch eine Richtung, was du verbessern kannst in dein Leben. Die Tierkreiszeichen Widder gehört auch zum Feuerelement. Und es ist die Mut, etwas Neues zu beginnen, ohne Angst. Das ist wie ein Abenteuerreise, wenn du begeistert bist von etwas Neues. Und gib dir die Kraft und die Mut dazu. Und das erlebst du erstens im Freundeskreis oder mit Menschen in einer Gruppe, die gleichgesinnt sind. Und da liegen auch deine Hoffnungen, deine Träume. Sei mutig, verwirkliche deine Träume. Die Schütze gehört auch zum Feuerelement. Und das sind die Reise. Das kann aber auch die inneren Reise sein. Du bist in Tierkreiszeichen Waage geboren, nach dieser indischen Berechnung. Die Tierkreiszeichen Waage ist auch die Leichtigkeit. Da bist wirklich vertraut, dein alter Karma im Wassermann, auch Luftelement. Dein Aszendent Zwillinge, auch Luftelement. Dein Sonne Waage, auch Luftelement. Du brauchst es auch. Luft zum Atmen, auch diese Leichtigkeit. Deine Sonne befindet sich im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Du kennst beide Seiten. Die Jungfrau gibt dir die Basis, die Stabilität, die Fundament, weil das ist der tiefste Punkt des Horoskopes, das ist diese Wurzel des Baumes, dass dein Leben in Ordnung ist, dass du alles in Ordnung bringst, dass du kluge Entscheidungen triffst, dass du bescheiden bist, manchmal vielleicht zurückhaltend, wenn das angebracht ist, besonders wenn du deine Ruhe brauchst. Und dann kommt natürlich die Waage dazu. Immerhin ist deine Sonne im Tierkreiszeichen Waage. Du gehörst zum Grenzgänger. Du kennst beide Seiten. Und die Waage gibt dir auch diese Leichtigkeit, beeinflusst deine Wohnsituation. Und die Waage ist schön, vermittelt Schönheit und Kreativität. Das kannst du in deine Wohnung natürlich auch umsetzen und ich denke, dass du das auch getan hast, weil du hast diese Bedürfnis. Dann fühlst du dich wohl zu Hause, wenn das gepflegt ist und schön, geschmackvoll. Und das ist, was dich unterstützt, dein Zuhause, weil dieser Rückzug in dein eigenen Heim natürlich gibt dir auch diese Kraft. Du bist
im Halbmond geboren. Halbmond ist wunderschön, aber Halbmond ist Spannung. Und weil Sonne und Mond auch die Eltern symbolisiert, Sonne der Vater, Mond die Mutter, kann das auch bedeuten, dass in Kindheit hast du zu wenig Aufmerksamkeit bekommen oder war keine glückliche Kindheit, es war die Spannung da. Und wir sollen diese Spannung entspannen. Wie kannst du das vorstellen, dieser Halbmond? Deine Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Waage, das ist Luftelement. Und dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock. Und das ist Erdeelement. Steinbock kann auch mal streng sein und Waage eher so harmonisch. Das kann ein Hinweis sein, wie deine Eltern mit dir umgegangen sind. Sie haben was anderes vermittelt, kann aber auch bedeuten, dass die beiden miteinander Spannung gehabt haben und die Ehe und dein Familienleben damals, deine Kindheit verlief nicht unbedingt harmonisch. Und hier fehlt auch das Wasser, die Gefühle. Also hier in Kindheit liegt auch also ein Hinweis, dass in deiner Kindheit zu wenig Gefühl oder Aufmerksamkeit bekommen hast. Entweder von deinem Vater oder von deiner Mutter oder von beiden. Oder zwischen den beiden war das nicht gefühlsvoll und du hast als Kind das erlebt. Halbmond bedeutet, dass Sonne, Mond und Erde stehen in Verbindung, wie ein Dreieck. Und in deinem Geburtstag war Sonne im Waage, das ist Luftelement. Mond war im Steinbock, das ist Erdeelement. Und unserem Planet Erde bewegte sich in Tierkreiszeichen Widder, das ist Feuerelement. Also verbindet sich Sonne, Mond und Erde. Die Elemente sind Luft, Erde und Feuer. Wir haben aber vier Elemente. Also fehlt die Wasser. Und du brauchst diese Wasser, weil du hast hier ein Defizit. Und das sind die Gefühle, deine Träume, auch die Liebe. Und bevor du das lebst, dass du Gefühle bekommst von anderen, sollst du erstmal an diesem inneren Kind arbeiten. Das befreit auch. Zu dir mal sagen, das hast du gut gemacht. Oder mal sagen, ich bin ganz stolz auf dich. Und all diese Erinnerungen, was mit Tränen verbunden sind, das ist die mangelnden Wasserelement. Die Gefühlskälte führt zum Tränen. Und so kommt dieses Wasser raus, weil es kommt alles hoch. Versuche diese Erinnerungen abschließen und bleib im Vertrauen. Du hast es verdient. Und du bekommst das auch. Und es gibt Menschen, die dich lieben und geben dir dieses Gefühl. Aber bevor das passiert, arbeite an dir selbst. Das ist die Selbstliebe und dein inneren Kind. Zurück zu Sonne in Tierkreiszeichen Waage. Das können wir einordnen zu einem Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Chitra. Und dieses Mondhaus wird bestrahlt von Spica. Spica ist die Weizenähre der Jungfrau.
wirkt aber in diesem Grenzbereich, wo deine Sonne befindet, also hat einen Einfluss auf den Jungfraugeborenen, hat aber einen Einfluss auf die Waagegeborenen, gerade zu diesem Grenzbereich. Und das ist die Ernte. Alles, was du aussehst, erntest du. Aber bis diese Ernte kommt, braucht man Zeit, braucht man Geduld. Das trägt Früchte, was du gerade ausstrahlst. Das ist diese Einpflanzen etwas oder Aussehen etwas. Und dann braucht es Zeit, bis sich das eintrifft. Also nicht ungeduldig zu sein. Deine Ausstrahlung und deine Vorstellungskraft, was du jetzt gerade in Bewegung setzt, trägt Früchte. Aber das kommt nicht sofort, weil alles braucht Zeit. Das muss reifen. Also lass Zeit. Und dieser Speaker bedeutet auch geheimnisvoll. Das ist eine feine Energie, das ist wie ein Tor zum Göttlichen. Und hier kommen wir in eine feinere Schwingung und du hast das in dir, dass du spürst, was kommt. Dein Mond. Mond symbolisiert die Gefühle. Dein Mond befindet sich im Steinbock, in einem Grenzbereich. Und dieser Grenzbereich, jetzt nicht im Tierkreis zeichnen, Mond ist im Steinbock, aber dieser Grenzbereich sind die Lebensbereiche. Dein Mond wirkt auf die Partnerschaft und wirkt einen anderen Lebensbereich und das ist deine Wandlung, was du in deinem Inneren veränderst, in deinen Gefühlszustand. Ich könnte sagen, die alchemistischen Prozesse, ich liebe dieses Wort auch, das so zu beschreiben. Die alten Alchemisten haben die Metalle veredelt. Die Ziel war, Gold zu gewinnen. Und genau diese Transformation spielt sich in unserer Seele, aber auch in unseren Gefühlen auch ab. Das heißt, so niedrigeren Gefühlen, und die allerniedrigste Gefühl ist die Hass. Und dann kommt Gefühlen wie Eifersucht und Neid. Von diesem niedrigen Gefühlszustand immer verändern, veredeln und die höchste, edelste Gefühl ist die Liebe. Und das ist diese Wandlung. Und so wie die Alchemisten die Metalle veredelt haben, so sollen wir unsere Charakterzüge veredeln, ein edler Mensch zu sein oder unseren Gefühlen veredeln. Dann kommen wir in eine ganz andere Schwingung. Und das ist die Liebe, die Begeisterung, das Vertrauen, die Glauben. Und das ist die schöpferische Kraft. Das ist die schöpferische Energie. Da entsteht etwas. Die niedrigste Gefühl, die allerniedrigste, ist die Hass. Das ist die zerstörerische Energie. Aber das hast du sowieso nicht. Da brauchen wir darüber gar nicht reden. Aber versuche, solche Gefühle wie Zweifel oder Angst oder Schuldgefühl veredeln. Und so wie bei den Alchemisten war das Ziel, Gold zu gewinnen. Gold ist ein Edelmetall und wird zum Sonne zugeordnet. Und Sonne ist der Herrscher über die Löwe und das ist ein Schicksalsweg und Sonne herrscht über unserem Herz. Dann lebst du auch deine Liebe, dann lebst du auch dein Herz. Und dein Mond befindet sich in diesem Transformationslebensbereich, natürlich, dass du selbst zu deinen wahren Gefühlen kommst. Ohne Angst, ohne Zweifel,
ohne Schuldgefühl und ohne Eifersucht. Dieses Mondhaus, wo dein Mond befindet, heißt Dhanishta. Und dieses Mondhaus grenzt die Tierkreiszeichen Steinbock und grenzt Tierkreiszeichen Wassermann. Und das ist dieser Grenzbereich. Du gehst über deinen Grenzen. Und wenn du deinen Gefühlen transformiert hast, so wie ich das erklärt habe, dann kommst im Bereich Partnerschaft. Weil hier wirkt dein Mond auch. Wirkt zu beiden Bereichen. Und hier gibt es auch eine schöne Geschichte, weil dieser Mondhaus wird von Altair bestrahlt. Altair befindet sich im Stammbild Adler und gegenüber liegt ein Stern, Vega. Und Vega befindet sich im Stammbild Lyra. Die beiden Sterne, Altair und Vega, sie schauen sich an, sie sind gegenüber, aber die Milchstraße trennt die beiden. Und die Mitte ist jemand, wo die beiden vermitteln, und das ist Deneb. Deneb ist die Hauptstern im Sternbild Schwan. Und dazu gibt eine ganz, ganz süße Liebesgeschichte von der chinesischen Mythologie. Altair, diese Altair bestrahlt dein Mond, wirkt auf deinen Gefühlen. Also diese Altair war eine Hirtenjunge. Und im Fee, im Himmel war eine Fee. Und das ist Vega. Und diese Fee im Himmel schaute immer nach unten, schaute diese Hirtenjungen an und dachte, oh, das ist ein schöner Mann. Oh, und ich liebe ihn. Ich besuche diese Hirtenjunge, diese Altair. Und die Fee kam zu ihm und sie haben sich verliebt, Altair und Vega. Sie lebten zusammen. Vega wurde Weberin. Und das ist die schöne Liebesgeschichte von diesem Hirtenjunge und von diesem Weberin. Bis dann der Himmelskaiser, was nichts anderes ist als der Sonne, und die Sonne sieht alles, das ist das Licht auch, sagt der Himmelskaiser zu seiner Frau, zu der Himmelskaiserin, oh, diese Fee ist unter bei den Menschen, was machen wir jetzt? Und die Himmelskaiserin, was nichts anderes ist als der Mond, die Himmelskaiserin sagte, aber wir müssen diese Fee zurück ins Himmel, sie gehört ins Himmel. Und sie haben diese Weberin, die Vega, zurückgeholt im Himmel. Und die beiden waren getrennt. Altair und Vega waren getrennt. Und wie ich schon sagte, tatsächlich trennt die Milchstraße die beiden Sterne, obwohl sie gegenüberstehen. Sie schauen sich gegenseitig an. Zum Glück war ein dritter Stern im Spiel und das war Deneb. Und Deneb könnte nicht lange das zuschauen und dachte, ah, ich muss helfen, ich muss unbedingt helfen. Ich kann das nicht mehr sehen, wie sie da leiden. Und Deneb baute eine Brücke aus Schwanen. Deneb befindet sich auch im Sternbild Schwan. Und in dieser Brücke treffen sie sich, die beiden Liebenden. Und das beeinflusst diese Geschichte deinen Gefühlen. Bau eine Brücke zu deinem Herzensmann oder such die Verbindung zu diesem himmlischen Fee. Und dann hast du die Brücke zu dir selbst und dann geht das alles leichter, weil dann trifft euch auch. Und hier, diesem Mondhaus, sind auch die Ziele, die Wünsche und die Träume. Und das darfst du doch. Du darfst Träume haben. Und die Brücke ist da. Und die Brücke symbolisiert auch einen Übergang.
von einer Situation auf die andere Situation. Oder die Brücke symbolisiert auch eine Übergangsphase, bis wir ins Ziel ankommen. Deine Träume sollen deine Ziele sein. Aber oft kommt es nicht sofort, sondern es braucht Zeit. Mars. Mars ist der männlichen Energie. Aber diese Mars-Energie haben wir Frauen auch, weil wir brauchen das auch. Durch diese Energie können wir durchsetzen im Leben. Und das ist schon feurig. Also nütze die Mars-Energie. Das brauchen wir uns zum Wehren, brauchen wir etwas in Bewegung setzen und wir brauchen das uns durchsetzen im Leben. Dein Mars befindet sich im Waage. Das ist nicht das optimale Platz für Mars, weil die Waage wiegt erstmal alles ab. Da möchte niemand verletzen. Alles schön harmonisch. Mars ist aber stürmisch und handelt sofort. Gegenüber in Tierkreis zeichnen wieder. Da kommt das in Ausdruck. Die Mut und die Kraft zu haben, etwas in Bewegung setzen, ohne Angst. Das ist dann ein großes Abenteuer für alle Wiedergeborenen. Und diese Energie brauchst du. Obwohl in dein Horoskop ist das ein anderer Bereich, also du hast das in dein Wesen, diese Mars, im Waage. Aber versuch das auch schauen, was dir das Leben spiegelt, je nach Situation. Wenn das angebracht ist, für die Harmonie sorgen und lebst die Waage, gehört zu dir, zu deiner Persönlichkeit, dann zeigt es so. Du kannst auch liebevoll dich durchsetzen im Leben, ohne Aggression, ohne jemand zu verletzen. Das ist Mars im Tierkreiszeichen Waage. Oder setzt deine Kraft ein in Richtung Kreativität. Oder hast du künstlerische Begabung. Da in dieser Richtung könntest vieles in Bewegung setzen. Mars bedeutet auch der Mann, wie du der Mann vorstellst. Natürlich muss das schön und gepflegt sein. Diesen Mann brauchst du oder diese Wünsche hast du. Das Nachteil ist bei dir, wenn du dich nicht durchsetzen kannst oder verlierst den Mut, dann ziehst du dich zurück. Zieh dich nicht zurück, sondern schau im Spiegel. Gegenüber von Tierkreiszeichen Waage liegt die Tierkreiszeichen wieder, also spiegelt dir etwas. Und es ist auch dieser Feuerelement, was dir fehlt. Probier das aus. Auch wenn erstmal stolperst, mach nichts. Einmal stolperst, dann stehst auf und zweites Mal klappt das auch. Sei mutig. Natürlich bei diesem Mars im Waage kann auch passieren, dass du bereust etwas. Du setzt etwas in Bewegung oder zeigst mal Mut. Kann auch bedeuten, dass du Momente erlebst in deinem Leben, wo mal mutig bist, sagst du deine Meinung oder setzt dich durch im Leben. Und dann bist du auch ganz stolz, dass du das kannst. Und dann kommt diese vage Eigenschaft an, oh, was denkt der andere, habe ich den verletzt? Und dann kommt Schuldgefühl, schlechtes Gewissen und dann werft dich das auch zurück. Diese Mars-Energie im Tierkreiszeichen Waage kann auch bedeuten, dass du unsicher bist, in welche Richtung sollst du deine Kraft einsetzen. Immerhin ist Mars, bedeutet auch die Kraft. Also brauchst Orientierung, wo du weißt, hier setze ich meine Kraft ein und ich lasse mich nicht ablenken. Aber manchmal kommt so Unsicherheit bei Entscheidungen, soll ich nicht, was ist richtig, was ist nicht richtig. Und das ist natürlich auch dann wieder die Waage-Energie.
Dieser Mondhaus, wo dein Mars befindet, heißt Svati. Dieser Begriff kommt von Sanskrit, Sprache, bedeutet Kreuz oder Schwert, bedeutet aber auch selbst. Und dieser Kreuz und Schwert hat auch eine Bedeutung. Die Kreuz bedeutet Schicksalswege kreuzen sie sich. Oder du kommst in eine Kreuzung an in dein Leben und triffst wichtige Entscheidungen. Wie geht das jetzt weiter? Geradeaus oder links oder rechts oder zurück? Große Entscheidungen. Und das beeinflusst auch unserem Schicksal, unserem Leben. Es ist nicht nur die Kreuz, sondern bedeutet dieses Wort auch Schwert. Und Schwert symbolisiert etwas, das trennt von etwas. Und das ist die Angst. So wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst. Oder Perseus tötet Medusa, befreit Andromede von Angst, auch mit seinem Schwert. Also, das hat eine symbolische Bedeutung. Trenne die Angst. Gehört nicht zu dir, gehört nicht zu deinen Gefühlen. Und dann kommst näher zu dein Selbst. Dieses Mondhaus Svati wird bestrahlt von einem Sternbild. Und dieses Sternbild heißt Kreuz des Südens. Diesem Sternbild ist im Südhalbkugel sichtbar, also wir sehen das nicht. Und diesem Kreuz des Südens befindet sich die Südpol. Und die Südpol dient zum Orientierung. Und das brauchst du auch. Aber diesem Sternbild vermittelt noch etwas, das ist die Spiritualität. Aber auch die religiösen Themen, auch die Glauben. Und die Glauben versetzt Bergen und vermittelt dir die Kraft der Intuition und die Kraft, die Inspiration. Und da kannst du deine Kraft einsetzen. Dann lebst auch diese Mars-Energie. Merkur. Merkur ist der Planet für Handlungen, für Kommunikation, für Gespräche. Merkur ist in dein Horoskop rückläufig in Tierkreiszeichen Waage. Diese Rückläufigkeit bedeutet, entweder verschluckst die Worte, das hältst du zurück, oder hast du Kontakte, Gespräche mit jemand von Vergangenheit, weil das erlebst du immer wieder in dein Leben, dass jemand kehrt zurück und habt ihr die Kontakte, die Gespräche. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet auch das frühere Leben, karmischen Themen. Und diese karmischen Themen sind das alte Wissen, weil Merkur ist nicht nur die Kommunikation, sondern auch das Wissen. Du hast in dir das alte Wissen. Und in Tierkreiszeichen Waage natürlich die feine Sprache, die schöne Sprache, aber auch die Neigung, dass du nicht Nein sagen traust. Weil dann versuchst alle recht zu machen und gibst lieber nach und traust du nicht Nein sagen oder willst du niemand verletzen, dann sagst du lieber nichts und du schweigst. Und hier brauchst du wieder die Mut. Und gegenüber die Tierkreiszeichen widerspiegelt dir dieser Mut. Wenn du etwas sagen möchtest, dann sag das auch direkt. Und wenn du das Gefühl hast, das andere passt es nicht, dann ist es auch okay. Nicht immer, aber kein Schuldgefühl, kein schlechtes Gewissen. Und versuch ja nicht dich dafür entschuldigen. Nicht entschuldigen. Brauchst du nicht. Es gibt Situationen natürlich, wo das richtig ist, aber nicht für allem rechtfertigen und entschuldigen, sonst erniedrigst du dich vor anderen.
Diese Merkur-Energie befindet sich im gleichen Mondhaus, in diesem Swati, wo das Kreuz des Südens ist. Und das ist die Kraft der Intuition, die Kraft der Inspiration und die Orientierung. Und wieder dieses Schwert, was die Angst symbolisiert. Nicht die Angst symbolisiert, sondern dieses Schwert ist ein Symbol zum Taten. Wir sollen die Angst trennen von unserem Leben. Und wenn du diese Angst nicht mehr hast, dann kommst näher zu dein Selbst und dann kannst du das in Sprache bringen, in Ausdruck bringen, das, was du selbst sagen willst. Aber weil du Angst hast, dann sagst du lieber nichts. Das brauchst du nicht. Sag das direkt, was du denkst. Du machst das sowieso sehr liebevoll im Waage und du drückst dich schön aus. Also Aggression kommt von dir sowieso nicht. Jupiter hat viele Bedeutungen. Jupiter ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Eine Riese, vergrößert alles. Und dieser Jupiter ist nicht nur diese Größe, sondern Jupiter ist auch die Glück, das große Glück und auch die Gerechtigkeit. Und dieser Jupiter ist in dein Partnerschaftshaus. Aber wann hast du endlich Glück in die Liebe, Partnerschaft? Wenn du mit deinen Größe bewusst bist, solange bis du klein fühlst, kann das nicht wirken. Also vergröße dich selbst, fühle dich groß, dehnst du dich aus, dann hast du Glück. Dieses Mondhaus, wo Jupiter befindet in dein Partnerschaftshaus, heißt Uttarashada. Und dieses Mondhaus bedeutet höheren Wünschen, hohe Idealen und auch die Verbindung zum höheren Selbst. Dann fühlst du dich auch groß und in dem Moment kommt das Liebesglück. Venus. Venus ist die Planet der Liebe. Venus ist alles, was schön und angenehm ist. Schönheit, Ästhetik, Harmonie, Frieden, Kreativität, auch die Liebe, alles Schönes ist Venus. Und Venus ist die weibliche Energie. Und dein Venus befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und das ist die reine weibliche Energie. Aber Jungfrau neigt dazu, zu kritisch zu sein, zu sich selbst. Und du kritisierst deine Weiblichkeit. Du bist unzufrieden. Jetzt nicht mit deiner Art und Weise, sondern du als Frau. Also die Neigung ist da. Weil Jungfrau betrachtet alles ein bisschen kritisch. Und wenn du dich selbst, deine Weiblichkeit, dich kritisch betrachtet, dann werft dich das auch zurück. Du bist als Frau sehr bescheiden und du brauchst sehr viel Vertrauen in die Liebepartnerschaft, weil diese Venus-Energie im Jungfrau, das ist der tiefste Punkt des Horoskopes, die Basis, die Fundament, das verwurzelt zu sein, ein Heim zu haben und du suchst das in die Liebepartnerschaft. Dieser Mondhaus, wo Venus befindet, dieser Mondhaus heißt Uttarapalguna. Und diese Uttarapalguna vereint die Löwenenergie und die Jungfrauenergie, weil das befindet sich im Grenzbereich. Also nicht dein Venus im Jungfrau, sondern dieser Mondhaus, das dehnt sich ein bisschen aus, ein Stück Löwe, ein Stück Jungfrau und hier wirkt auf dein Venusenergie. Auf deine Weiblichkeit und auf deine Liebeserfahrungen und wie du die Liebe erlebst, erfährst. Und hier vereint sich die Kraft, die Löwe, dieses Selbstbewusstsein. Sei selbstbewusst als Frau und dann die kluge Jungfrau.
kluge Entscheidungen. Mit welchem Mann gehst du in eine Beziehung? Aber hör auf, kritisch zu sein zu dir selbst. Und so kommt deine Persönlichkeit in Glanz. Stolz zu sein wie ein Löwe und rein zu sein wie eine Jungfrau und klug. Saturn, ich liebe diesen Planet Saturn. Saturn ist astromedizinisch zu unserem Knochen, zu unserem Skelett zugeordnet. Und Saturn ist auch zugeordnet zu unserem Haut. Und das Knochensystem, dieses Skelett, gibt uns Halt. Und das Haut grenzt uns ab von äußeren Einflüssen, schützt uns auch, unsere Haut schützt uns und bringt unserem Körper in Form. Und genau das ist die Essenz dieser Planet Saturn, uns Halt zu geben, uns beschützen, uns in Sicherheit bringen. Aber wir haben bei Saturn immer Lernaufgabe. Warum? Weil Saturn ist der Planet der Schicksal. Und Saturn ist der Planet der Karma. Und bei Karma, bei unserem Schicksalweg, verbessern wir etwas. Und wir sind oft im falschen Weg, treffen wir falsche Entscheidungen. Also sind wir im Umweg oder manchmal im Sackgasse und wir finden keinen Ausweg mehr. Dann kommt ein Saturn-Einfluss und korrigiert das. Also ich bin so dankbar, dass dieser Planet wirkt auf unserem Leben, auf unserem Schicksal. Wo hast du diese Lernaufgabe? Saturn zeigt dir diese Lernaufgabe. Das ist die Steinbock, aber im Grenzbereich. Im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Schütze und Tierkreiszeichen Steinbock. Die Schütze bedeutet hohe Ideale, hohe Ziele, auch die Begeisterung, auch die Bewegung, diese Beweglichkeit, die Optimismus, diese große Reise, dieser Feuerelement. Das brauchst du auch. Und dann kommt die Steinbock dazu. Die Ziele zu erreichen, da konzentriert bleiben, nicht aufgeben, nicht ablenken lassen, sondern konzentriert in diesem Ziel bleiben. Was soll dein Ziel sein? Deine Träume, das soll dein Ziel sein. Und gib es nicht auf, sondern du gehst in diesem Weg. Und die Steinbock sagt, egal wie steinig dieser Weg ist, ich gebe es nicht auf. Und die Steinbock bedeutet auch Geduld, Geduld und Ausdauer. Das lernst du auch. Und dann kommst du ins Ziel an. Und die Steinbock ist die Realität, weil das ist Erdeelement. Und weißt du, wo Saturn befindet in dein Horoskop, in dein Partnerschaftshaus? Das soll dein Ziel sein. Dann bist du angekommen, weil daran liegen deine Wünsche. Und gib das bitte nicht auf. Saturn befindet sich in ein Mondhaus, in dein Partnerschaftshaus. Und dieses Mondhaus heißt Uttarashada. Und das bedeutet auch die höheren Selbst. Und dein höheren Selbst verlangt Respekt und Anerkennung. Und das in die Liebe Partnerschaft. Du musst es verlangen von deinem Partner. Respekt und Anerkennung. Aber warum traust du das nicht zeigen oder sagen? Weil du hast Angst, dass er dich verlässt. Angst, dass er mit anderen Frauen trifft. Also was ist deine Aufgabe? Die Angst bewältigen. Denk an diesem Schwert. Trenn dieses Gefühl von deinem Leben. Diese karmischen Knoten, dein Schicksalsweg, habe ich schon erwähnt, das ist in Tierkreiszeichen Löwe. Das zeigt dein Weg, was dich von Karma befreit, weil du das brauchst, in diesem Weg zu gehen. Das ist dein Selbstbewusstsein, deine Sonne, dein Herz.
Altes. Und dieser Mondknoten befindet sich in ein Mondhaus. Und dieses Mondhaus heißt Makha. Und in diesem Mondhaus herrscht Regulus. Regulus bestrahlt dein Karma, dein karmischen Knoten, zeigt dir den Weg. Mach das, das ist dein Weg, das ist dein Schicksalsweg. Und Regulus ist eine von den königlichen Sternen. Und Regulus ist die Herz der Löwe. Achte auf dein Herz und fühle dich wie eine Königin. Das ist dein Selbst und das zeigt dir dieser Weg Regulus. Und das soll dein Selbstbewusstsein, also Selbstwertgefühl, Wertschätzung, Werte, weil das befindet sich, die Löwe und auch dieser Regulus, dieser Einfluss von Regulus im Lebensbereich in dein Horoskop. Und dieser Lebensbereich ist die Werte, die Wertschätzung, die Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Und das hängt energetisch zusammen. Dann sag immer, ich bin es wert. Ich nehme das im Besitz. Und diese Löwe, natürlich diese Löwe-Energie, ist auch die Selbstdarstellung. Zeig dich so, wie du bist. Die alte Karma liegt im Wassermann. Und das ist in einem Lebensbereich die Transformation. Das sind diese alchemistischen Prozesse. Und diese karmischen Themen hast du immer noch, weil dein Mond befindet sich dort. Das heißt, du hast vieles transformiert, vieles verändert, hast in dein Leben, in früheren Leben, war für dich auch die Befreiung. Vielleicht davongelaufen, weil du hast von Situationen befreit. Aber du schaust jetzt diesmal ins Auge und diesmal laufst nicht davon, sondern du lernst deinen Gefühlen transformieren, nicht die Situation verändern, dass du das beendest und kommt ein Umzug oder eine Trennung und läufst davon, sondern die Schicksale. Ich könnte sagen, zwingt dich nicht davonlaufen, sondern du brauchst eine andere Art von Veränderung. Das ist deinen Gefühlen. Weil dein Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock, aber in die Nähe von Wassermann. Und das ist dieser Bereich, die Transformation. Das heißt, diesmal nicht davonlaufen, sondern auf deinen Gefühlen achten. Die Gefühle sollst du verändern und dann kommst so zu deinen Werten. Sonne, Mond und die Planeten, sie stehen nicht nur so einzeln da, sondern sie stehen in Verbindung wie ein Netzwerk. Ich könnte sagen, sie kommunizieren miteinander. Und welche Verbindungen hast im Horoskop? Dein Aszendent ist Zwillinge, also Luftelement. Und dein Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert, ist im Steinbock. Das neigt natürlich dazu, das Leben zu ernst zu nehmen. Aber bedeutet auch Ernsthaftigkeit, deinen Gefühlen ernst zu nehmen. Und steht zu deinem Aszendent in Verbindung. Aber da entsteht eine gewisse Unsicherheit, eine innere Unsicherheit und das betrifft dein Auftreten, betrifft deine Persönlichkeit und betrifft deinen Gefühlen. Wenn du das Leben zu schwer nimmst, dann kannst du diese Zwillingseigenschaften nicht leben, weil Zwilling ist genau das Gegenteil. Das ist das, dieser Spielerische. Aber wenn du deinen Gefühlen ernst nimmst und entdeckst dein inneren Kind und kannst im Leben spielen, etwas spielerisch betrachten und das befreit dich auch und kommst zu Luftelement und das ist die Befreiung, dann kannst du endlich aufatmen, dann hast du mehr innere Ruhe, innere Selbstsicherheit. Also zweifel nicht daran. Diese Verbindung ist so hin und her. Ich könnte sagen, wie ein Pendel. Man weiß nicht, in welche Richtung ausschlägt. Aber die eine Richtung wäre, wenn du das Leben zu schwer nimmst, dann verlierst du die Leichtigkeit.
dann übereinstimmt das nicht mit deiner Persönlichkeit. Aber wenn du deinen Gefühlen ernst nimmst und entdeckst dein inneren Kind, dann kommst du einer ganz anderen Energie. Und das ist die richtige Richtung. Das ist auch eine Art Transformation. Deine Sonne, was auch dein Selbst bedeutet, aber auch der Vater symbolisiert, steht in eine Verbindung zum Saturn. Saturn, wie ich schon sagte, der Planet der Schicksal, auch die Karma und auch die große Lernmeister. Und hier hast du eine Spannung. Sonne ist in Tierkreiszeichen Waage und Saturn ist in Tierkreiszeichen Steinbock. Hast du hier eine Spannung zwischen Waage und zwischen Steinbock, ist eine Spannung und da hast du Vaterthemen. Das kann natürlich bedeuten, dass dein Vater zu dir zu streng war und mit deiner Waage-Betonung wolltest Harmonie und Frieden und du hast dich gar nicht gewehrt. Und wir dürfen das gar nicht unterschätzen, weil die Kindheit, besonders die Vaterthemen, das zieht sich wie rote Faden und das überträgt sich später in die Partnerschaft. Oft zieht man die gleichen Partner an im Leben. Also erstmal diese Thematik Kindheit bearbeiten, dann bist du erst frei für die Partnerschaft, für die Liebe. Aber hier gibt es eine Lösung und das ist die goldenen Schnittpunkt. Und dieser goldenen Schnittpunkt befindet sich zwischen Tierkreiszeichen Skorpion und Tierkreiszeichen Schütze. Die Skorpion ist die Magie, die Veränderung. Aber genau das, was du lernst, auch nicht deine Lebenssituation verändern, sondern bei Skorpion handelt es sich um Wasserelement. Bei Skorpion handelt es sich um Gefühle. Die Gefühle verändern, dann kommst du zu deiner inneren Kraft. Und die Skorpionen haben diese Kraft und mit dieser inneren Kraft können sie sich wehren, sie können sich behaupten im Leben. Und wenn du das entdeckt hast, ohne Angst, dann geht es dir auch besser. Dann kommt noch ein bisschen von die Schütze dazu. Und die Schütze, dieser Optimismus, auch die Begeisterung, die Bewegung, dann kannst du etwas bewegen in dein Leben. Dann hast du dieses Thema auch bewältigt. Mars steht eine sehr schöne Verbindung zum Neptun. Mars im Waage, Neptun ist auch im Waage und sie wirken zusammen. Und das ist eine sehr schöne Energie. Neptun sind die Träume. Neptun ist sehr kreativ. Das ist die Fantasie. Und das, was du in deinem Traum lebst oder in deiner Fantasie, oder in dein Tagestraum, wie du das vorstellst. Das ist die Vorstellungskraft. Das ist so wunderbar, diese Mars-Neptun-Verbindung im Waage. Und das ist auch deine Kreativität. Da könntest du das auch in dein Leben umsetzen, deine Kreativität. Da deine Kraft einsetzen. Aber bezüglich auf die Partnerschaft, weil Mars ist auch der Mann, das kann auch ein Künstler sein. Und mit diesem Künstler kommst du dann wirklich fest zusammen und lebt auch die Kreativität. Aber Neptun bedeutet auch manchmal Täuschung. Also dieser Traum kann auch ein Albtraum werden. Aber mit was hängt das zusammen? In deiner Einstellung hängt das zusammen. Wenn du das nicht traust, deine Träume zum Leben oder triffst falsche Entscheidungen und kommst mit einem falschen Mann zusammen, nur weil du Angst hast, alleine zu sein, dann begegnest du mit Männern, die dich enttäuschen und dann wird ein Traum Albtraum. Aber wenn du im Vertrauen bleibst und diesem Glauben, dass der Richtige kommt, dass der Richtige für dich da ist, und du glaubst diesen Traum, dann lebst du auch diesen Traum, weil dieser Mann erfüllt deine Träume. Und dann kommt die Kreativität auch.
weil das kannst du auch leben. Du hast diese Talent, du hast diese Fähigkeiten. Mars, diese Kraft, diese männliche Kraft in Waage, steht in einer sehr schönen Verbindung zum Pluto. Und Pluto symbolisiert die inneren Kraft. Aber Pluto trennt die Angst. Und es ist auch wichtig, wenn du von deinen Ängsten, Zweifel befreien kannst und verspürst deine inneren Kraft, dann bist du schöpferisch. Dann hast du diese schöpferische Energie und das hilft dir beruflich in dein Hobby, aber auch in die Liebe, Partnerschaft, weil dann ziehst auch die richtige Mann an oder der Mann, der du jetzt liebst, ändert sich und kommt in deine Richtung. Und dann wird dein Traum wahr, dann kommt das in Erfüllung. Jupiter ist der große Glücksplanet. Und Jupiter befindet sich in deinem Partnerschaftshaus und steht in wunderbarer Verbindung zum Venus. Glück in die Liebe. In dein Horoskop steht das geschrieben. Du hast große Glück in die Liebe, Partnerschaft. Welche Zeitqualität hast du? Welche Einflüsse hast du momentan? Wenn wir jetzt die Zeit betrachten, welche Einflüsse bekommst du von den Sternen, wo du jetzt zur Zeit Klarheit bekommst? Das ist die Liebe. Dann kommen auch gelehrenden Gespräche. Dann dieser Mann kommt wieder auf dich zu. Was wichtig ist zur Zeit zum Klären, das ist deine innere Kindheit, diese Vaterthemen. Dann, wo sollst du deine Kraft einsetzen? In welcher Zeitqualität bist du gerade? Das ist die Liebe und Partnerschaft. Das ist das allerwichtigste Thema zur Zeit. Wo hast du Glück und Wachstum? Das ist der Bereich Kind. Entweder schöne Kontakte mit Kindern oder deine Kreativität. Das ist die schöpferische Energie. Da entsteht etwas. Aber bedeutet auch die inneren Kind. Das ist dein Wachstum, dass du mit deinen Größen bewusst bist. Gespräche, Kommunikation, das trifft in deinen Arbeitsplatz oder Thema Arbeit, aber auch Gesundheit, dass du Termine hast und gerade in einem Heilungsprozess bist. Und in die Liebe, Partnerschaft kommt die Kontakt, kommt die Handlungen, kommt die Kommunikation und die klärenden Gespräche. In Liebe, Partnerschaft kommt mehr Stabilität und du wirst zu Hause etwas verschönern. Deine Lernaufgabe ist die Selbstliebe und dann offen zu sein zu der Liebe, Partnerschaft. Karmischen Themen hast du mit deinen Werten, mit Selbstwertgefühl, aber auch mit Finanzen. Wie ich schon sagte, das hängt zusammen. Energetisch hängt es zusammen. Die Finanzen in Ordnung bringen. Und hast du in karmischen Themen mit deinen Werten bewusst zu sein. Wo erlebst du Veränderungen oder woher kommen unerwartete Ereignisse? Das ist die Freundeskreis, Bekanntenkreis oder eine Gruppe von Menschen, wo du unterwegs bist oder dich angeschlossen fühlst, da kommen die Veränderungen. Wo kommen Unklarheiten oder etwas, was undurchschaubar ist, das ist die Ausland, Auslandsgespräche, Auslandskontakte oder Reisen. Da entstehen gewisse Unklarheiten. Was sollst du loslassen? Das ist in Arbeit, das heißt nicht unbedingt, dass du kündigen sollst, aber das sollst du von etwas befreien, was dich belastet oder im Arbeitsplatz die Kontakte, was für dich unangenehm ist, dann beende diese Kontakte. Oder du hast zu viel Arbeit, weil du nicht Nein sagen traust, dann das auch beenden, diese Situation verändern, damit du in Kraft bleibst. Und achte zurzeit auf deine Gesundheit. Du hast auch die Geburtsdatum, Geschichte von deinem Herzensmann. Er ist im Vollmond geboren. Das heißt,
Sein Sohn war im Tierkreiszeichen Jungfrau. Er ist im Tierkreiszeichen Jungfrau geboren. Dein Venus ist auch im Jungfrau. Also da habt ihr mal eine Verbindung in die Liebe, Partnerschaft. Und sein Mond, was seinen Gefühlen symbolisiert, ist im Tierkreiszeichen Fischen. Und genau in dieser Periode bist, also er zeigt dir etwas, wie man sich fühlt als Tierkreiszeichen Fischen. Er zeigt dir diesen Bereich. Bei ihm fehlt das innere Gleichgewicht. Er ist mit seinen eigenen Größen auch nicht bewusst. Mit ihm ist in Vergangenheit, auch in alten karmischen Erinnerungen sind es auch, ist sehr viel Ungerechtigkeit passiert. Also auch im früheren Leben, aber auch in Vergangenheit. Sehr viel Ungerechtigkeit. Bei ihm gibt es gerade eine Wandlung und das ist die Liebe. Und all das, was ihn enttäuscht, wird er verabschieden. Das sind diese Veränderungen, er verändert sich etwas in die Liebe-Partnerschaft. Er lässt etwas aber undurchschaubar wirken und das ist die Liebe. Er spricht nicht offen von seinen Gefühlen, er traut es nicht, ist es auch ein so Art Selbstschutz. Er braucht auch die Basis, er braucht das Fundament, er braucht auch ein Zuhause oder das Gefühl zu haben, da bin ich angekommen. Für ihn ist es auch sehr wichtig, das innere Kind zum Leben. Er sucht eine Frau, die geheimnisvoll ist, erotisch, er sucht diese magische Anziehungskraft. Was er lernt, das ist das Leben zu genießen. In euren Horoskopen, das ich vergleiche, ist nur Harmonie. Es gibt keine Spannung zwischen euch beiden. Aber ihr spiegelt etwas. Ihr seid anderes, aber ihr spiegelt etwas und ihr ergänzt euch auch. Auch karmisch. Dein alte Karma, deine alten karmischen Erfahrungen hast du in Tierkreiszeichen Wassermann gemacht. Und der neue Weg, was dich befreit, ist im Tierkreiszeichen Löwe. Bei ihm ist es genau umgekehrt. Also spiegelt dir etwas, zeigt dir, wie das geht. Er hat die alten karmischen Erfahrungen im Löwe. Was er lernt, das ist die Wassermann. Was er kann, das zeigt dir. Was du kannst, zeigst du ihm auch. Und dein Venus im Jungfrau und sein Mars auch im Jungfrau, das sind die zwei Liebesplaneten, Mars und Venus. Da seid ihr im Einklang. Und es ist voll, ihr seid ein bisschen anderes, aber es ist keine Spannung da, sondern ihr zeigt etwas, gerade wie karmisch auch, weil ihr ergänzt euch. Und wo ihr wirklich die Einklang habt, wo ihr die Harmonie findet, das ist die Liebe-Partnerschaft. Mars und Venus. Liebe Adelina, das war diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.